Hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DGTA Bagger Simulator. Und uns fehlen, wie ihr seht, einige Geräte. Wir räumen die Baustelle auf, machen wir einfach mal. Wahrscheinlich müssen wir mit dem Rad da irgendwas schaufeln. Zumindest gehe ich einfach mal ganz stark davon aus. Ja. Genau, und gar nicht mal so wenig müssen wir hier schaufeln. Ich muss wahrscheinlich wieder auf die andere Seite rüber. Ich hüpfe auf, was war das X? Hoppala, so, ach, ich darf wieder hier. Jetzt kann ich auch einsteigen. Oh, Moment mal, muss ich dann... Hallo? Ach so, vorwärts und rückwärts. Ah, okay. Okay, der lässt sich erstaunlich angenehm fahren. Der Bagger. Komisch, dass der sich so angenehm fahren lässt. Hätte ich nämlich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und jetzt kann ich hier, wenn ich mal die Kamera bewegen dürfte. Also ich sag mal, echt würde man es natürlich nicht so machen. Aber da ich mal nicht damit den Trigger treffe, passt das schon. 2% schon. Ja, das kann ja noch heiter werden. Vor allem, jetzt haben wir 25% mit einer Schaufel. Oh Gott. Das wird extrem nervig, Leute. Das kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen, dass das extrem nervig wird. Wir haben jetzt 2%. Und wir müssen 75 erreichen. Wie, jetzt ist das gar nicht hochgegangen? Warum nicht? Ach so, wahrscheinlich, weil wir nicht weniger Punkte gemacht haben. So, am besten so. Und dann reinfahren. Ach, die Achsen sind wieder vertauscht. Das ist doch blöd. So, jetzt sind die Achsen auch wieder richtig. Okay, also irgendwie habe ich anscheinend gerade, ob es ein Bug war oder nicht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber so wie es für mich den Anschein macht, habe ich gerade mit einmal 4% gemacht, indem ich so ein paar Pünktchen mitgemacht habe. So. Jetzt wird mich doch einfach mal interessieren, was passiert, wenn ich... Moment hier mal. Wenn ich einfach so drüber fahre. 10%. Ja, läuft doch erst rein. Aber das ist irgendwie trotzdem nervig, der Auftrag. Ich weiß auch nicht. Mich würde hier mal interessieren, was passiert, wenn ich einfach sage, ich kippe alles auf einen Haufen. Ob das irgendwelche Auswirkungen hat oder ob das Spiel das auch zählt. Ich denke mal, das Spiel wird sogar zählen, dass es reicht. So, 10% haben wir. Der knickgelenkte Dumper ist voll. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ist, um ehrlich zu sein. Denn... Jetzt kommt es nämlich, was ich sagen wollte. Dann müssen wir den ewig abfahren. Ich glaube, das ist leichtes Bug-Using, aber naja, gut. Das stört mich jetzt gar nicht. So, was ich eigentlich ausprobieren wollte, war ja... Wieso fährt denn der auf einmal so langsam? Der war doch gerade viel schneller. Na gut, ich muss ihn dann einfach einmal hier wegfahren. Denn ich möchte dann doch schon einigermaßen wenigstens noch vernünftig spielen. Und ich gehe davon aus, wir haben eine Viertelstunde Zeit für den Auftrag mindestens. Denn sonst ist es einfach nahezu unmöglich, das zu schaffen. Warte mal, wir haben jetzt schon 5 Minuten. Und...
Ja, wir haben, was haben wir, 17%. Also ich denke mal, die Bagger-Mission, mit Hilfe der man, also wo man halt den normalen Bagger steuert, den großen M oder den Bagger, was war das? M und danach kam schon, nee, danach kam XL, X, ich weiß es gerade gar nicht. Also da, erst kam ja XS, ich würde sagen, dann kommt S, dann kommt M und dann, nee, gar nicht wahr. XS, M, nee, da kam noch ein kleiner. XS, S, M, L, XL. So war es, glaube ich. Ich meine zumindest, dass es so war. Oh Gott, das Ding ist so furchtbar langsam beim Zurücksetzen. So, jetzt machen wir wieder ein kleines Bug-Using, würde ich sagen. Indem wir einfach alles auf einen Haufen schieben. Und den möglichst stark komprimieren. Und zwar ungefähr genau so. Also, wenn der Ding ein bisschen schneller wenigstens gefahren wäre, wäre das im Spiel auch kein Abbruch gewesen. Weil in echt fahren die Dinger auch 25, 30 km/h. So, 25% wollte ich schon sagen, haben wir. Ne, 23 haben wir, okay. Dann dürfen wir also noch ein bisschen buddeln. Ich habe ja so unglaublich viel Spaß bei dieser Mission. Das ist jetzt nicht im Spiel, vom Spiel die Schuld, aber die Mission nervt hart. Also wirklich. Da hätte man durchaus irgendwas machen können, das deutlich mehr Spaß macht. Wobei es natürlich so ist, wenn man jetzt das Spiel nimmt und man möchte wirklich einen Einblick in den Alltag mehr oder weniger halt haben, den man so hat auf einer Baustelle, dann ist das natürlich schon richtig, weil man möchte natürlich auch alle Fahrzeuge kennenlernen. Und es sind immer auch fast alle Fahrzeuge hier wirklich vertreten, die auf einer normalen Baustelle anzutreffen sind. Natürlich die Minenfahrzeuge ist natürlich nochmal was ganz anderes. Weil, naja, welche Baustelle hat ein Minenfahrzeug? Das mal eben, weiß ich nicht, was wiegt das? 50 Tonnen oder so? Toll, jetzt habe ich mir gerade wieder hier selber. Jetzt wollte ich das eigentlich gerade schön wegbaggern. Jetzt habe ich mir ja selber hier Arbeit gemacht. Super, ganz toll. Ich hab's drauf. Also man sieht, ich bin der Beste around. Naja, also ich habe so gar keinen Bock auf die Mission. Die ist richtig furchtbar. Wie gesagt, da kann das Spiel nichts für, aber ich bin einfach nicht der Radler-Fan. Ich gebe das jetzt einfach hier drauf und komprimiere das. Bug-Using hin oder her, habe ich keine Lust auf die Mission. Mag nicht gerne Radler fahren. So, und jetzt dürfte ich hier eigentlich gleich doch schon ganz gut das hier. Ne, Moment mal. So nicht, da muss ich die Schaufel ein bisschen weiter kippen. Nee, so. So geht's sehr gut. Ja, ich weiß, Bug-Using. Aber es juckt mich jetzt nicht. 38%. Also ihr könnt euch denken, wie lange wir gebraucht hätten, wenn wir immer wieder alles in den blöden LKW reintun. Oder den knickgelenkten Dumper, wie auch immer das nennen wollt. Kürzer ist natürlich LKW. Einfach, oder einfach LKW zu sagen, ist natürlich kürzer. Hallo? Kann ich das jetzt mal hier? Nee, ich kann die Schaufel nicht weiter kippen. Das ist das Problem. Hallo, Rollladen, leise. Reicht jetzt. Der Wind so mal leise, sind wir nicht hier aufnehmen, ganz ehrlich. 46%, das musst du dir überlegen.
Das müsst ihr euch mal vor Augen, für wie viel effektiver das ist, was ich hier gerade mache. Also wenn ich jetzt in den blöden Laster reinkipp. Machen wir doch nicht selber Arbeit, ey. Pff, wer bin ich denn? Weil ich so fertig ist. Toll. Ich dupliziere wieder Erde. Was machst du denn als Beruf? Ich dupliziere Erde. Sehr gut. %46. Also, wenn wir 15 Minuten Zeit haben, sollte ich mich mal sputen. Ich meine, die Folge geht auch schon wieder ein ganz schönes Stück. Aber ich mach mal, sag mal so. Noch haben wir Zeit. 10 Minuten sind ja erst rum. Ein bisschen mehr. Noch haben wir Zeit, Leute. Noch haben wir Zeit. Komm, ich cheate mal eine Runde. Yeah. Weil dadurch, dass wir jetzt. Ihr könnt halt unendlich Erde produzieren. Genauso gut könnt ihr aber auch unendlich Erde wegbringen. Und indem ihr die so zusammentut, wie wir das gerade machen, könntet ihr wahrscheinlich später in 5, 6 Schaufeln hier wegbringen. Und ich sag's wieder, aber ich frag mich echt, wie sie es beim Bausimulator umsetzen. Ob das genauso stupide wird, das Kram. Ich weiß, bei den Großaufträgen oder Großprojekten. Ich habe sie auf dem Handy gespielt. Nicht alles, aber ein bisschen. Da war es extrem viel Geschaufle. Und ich hatte ja auch den Vorgänger davon, der für den PC erschienen ist. Boah Gott, das war vielleicht nervig. Also saß man am einen Auftrag teilweise eine Stunde dran. Und das ist einfach so für mich ein Kriterium, wenn man eine Stunde dran sitzt. Also das ist ja eigentlich. Das kommt ein bisschen gleich dem Extreme Trucker im Gegensatz zum Euro Truck Simulator. Beim Euro Truck Simulator fährt man ja teilweise schon mal eine Stunde oder sogar noch mehr. Oder eigentlich fährt man locker mal eben eine Stunde. Wenn ihr mal von West nach Osteuropa fahrt, ungefähr so die Strecke, da seid ihr locker eine Stunde unterwegs. Wenn nicht sogar viel mehr. Das ist man, glaube ich, sogar 1,5 Stunden unterwegs. Aber naja, gut. Wenn euch dann überlegt, da gegen den Extreme Trucker, da dauert jede Fahrt, weiß ich nicht, 5 Minuten, 10 Minuten. Naja, 10. Aber ist ja auch egal, wie lange die dauert. Es kommt ja eher auf den Vergleich an. Und das ist so ein bisschen der Bausimulator mit den Großaufträgen oder Großbauprojekten. Und dann der hier im Vergleich. Hier dauert die Mission, weiß ich nicht, maximal wahrscheinlich 20 Minuten später. Oder immer noch maximal eine Viertelstunde. Was natürlich gerade für einen Gelegenheitsspieler optimal ist. Der jetzt hier nicht so Lust hat, sich stundenlang mit den Baumaschinen hier rumzuquälen. Ich meine, das bin ich jetzt nicht. Ich würde mich auch wahrscheinlich stundenlang dran setzen. Aber dann nicht mit dem Radlader. Also die Mission würde ich dann gekonnt einfach mal auslassen. Weil auf Radlader habe ich so gar keinen Bock. Und die Folge ist übrigens gleich rum und ich bin hier immer noch am Rumgurken. Das ist so scheiße, der Radlader. Ich mag den nicht. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich mag einfach keine Radlader. Ja, ich cheate einfach mal ein bisschen. Fertig. Mal so kann man cheaten. So sieht das dann aus, wenn man cheatet. Aber es wird jetzt einfach mal egal. Ich möchte langsam mal fertig werden hier. Also so cheatet ihr, Leute. Hätte ich dir auch mal ein Tutorial zu gemacht. Guck mal, wie viel effektiver das ist, als wenn ich das da reinschaufel. Habe ich jetzt hier irgendwo noch einen Haufen? Ja, da ist noch einer. Mach ich den hier noch? Wieso auch nicht? Die paar Prozent Spielfortschritt kann ich doch mitnehmen. 81%. Wie schneller es einfach geht. Unglaublich. Na, fertig. Keine Lust mehr. Ja, also hätten wahrscheinlich 90% gemacht, hätte 25 Minuten. Kein Wunder. Also hätte man das vernünftig gemacht, dann. Ja. Jetzt denke ich mir gerade so, hätte ich 25 Minuten, hätte ich natürlich das Ganze auch ordentlicher machen können. Aber naja, gut. Eine Folge lang da jetzt rumgebaggert. Ich denke mal, das reicht auch.
kontaminierter Kies auf der Baustelle. Ja, sei doch mal leise, Roller. Was ist denn los? Ja, ich würde aber auch sagen, habt ihr gerade den Teil übrigens gehört. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Digit. Für heute reizt mir ehrlich gesagt, weil ich einfach keine Lust mehr habe gerade. Vor allem 21.000 für einen Auftrag. Ich glaube, es hackt. Moment mal, räumen die Baustelle auf. Ja, für 6.000 und dann komplett, ne. Gar nicht. Kommt, geht gar nicht. Ich lade einmal den Auftrag, um mal zu schauen, wie viel Zeit wir da haben. Wir haben... Steht das irgendwie gar nicht bei? Verlassen? Ja, natürlich verlassen. Ich glaube, das steht da gar nicht bei. Doch, da 40 Minuten. Moment mal, wie lange dauert das hier? Okay, dafür brauche ich natürlich mehr Sterne. 20, 30, oh, 30, ey. 40. Also 45. Hier. Wie viel das letzten Endes dann wird, wird man sehen. Aber wenn das übertrieben viel ist, habe ich da keinen Bock drauf. Vor allem jetzt hier. 2 Stunden 40 Minuten habe ich gespielt, Leute. Natürlich auch mit den Sternen, die ich noch geholt habe am Anfang, so ein paar Missionen. Ich will einfach mal sagen, das reicht. Es reicht hier an dieser Stelle für heute. Weil die Folge ist schon wieder ein bisschen überlang. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Digit. Ciao, Leute. Den Sendeplan findet ihr übrigens auf meinem Kanal.